musikalisch kann man eigentlich sagen, gehen wir zum Teil wieder back to the roots eigentlich, zu unseren früheren Werken, könnte man sagen. Also wir haben ziemlich viele folkloristische Elemente eigentlich wieder auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite schauen wir aber ganz schön über den Tellerrand hinaus, haben neue Sachen wieder ausprobiert. Sehr weit. Also da gibt es, denke ich, schon die eine oder andere Überraschung eigentlich wieder. Ich meine, wir hatten schon auf Sagas und Rekreatur hier und da mal wieder Experimente, aber das wird auch weiter Bestandteil bei uns bleiben und gerade auf dem Album. Hast du es diesmal angenehm übertrieben? Ja. Sehr angenehm übertrieben. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Also wenn ich die CD mir anhöre, muss ich echt sagen, hört sich an wie ein Sampler. Zwar mit Equilibrium-Touch, aber immer was Neues. Ja, ich finde halt auch irgendwie, bei Equilibrium ist es ja so, auf der einen Seite geht es um Spaß, wir machen Party live, sowohl auch auf dem Album, aber auf der anderen Seite haben wir halt auch durchaus auch emotionalere, melancholische Elemente, Momente. Und ich finde, da wir haben eine richtig gute Gratwanderung eigentlich diesmal geschafft. Das ist immer, wenn ich deine Lieder höre und anfange zu weinen, weiß ich, du hast es richtig gemacht. Jetzt sind wir wieder da, nach ewig langer Zeit. Gefühlt 300 Jahre, ein Weltmeer hat die Einsamkeit. Der mag erwogen. Also den Erdentempel haben wir eigentlich zum Großteil bei uns zu Hause aufgenommen, kann man sagen. Weil mittlerweile über die Jahre hat man ja sich selber viel Equipment zusammengeschafft und zusammengespart und dass man ja mit der neuen Technik ja mittlerweile sehr viel selber zu Hause machen kann. Gemischt haben wir es auch zum Teil zu Hause, aber zum Teil natürlich auch wieder in den Helion-Studios, wo wir auch die letzten Alben gemacht haben. Da haben wir dann wieder gute Unterstützung vom Sheriff bekommen am Mix. Gemastert wird das Album diesmal in Finnland, in den Finnvox-Studios. Da wollten wir mal was ganz anderes ausprobieren und ich muss sagen, ich habe damals vor ein paar Tagen meinen Mix zum Testen hingeschickt und ich war absolut begeistert, was die daraus gemacht haben. Und da haben wir auf jeden Fall gesagt, da werden wir auch den Rest des Albums mastern lassen. Also das ist für uns auch mal was ganz Neues, das in andere Hände zu legen, aber das Ergebnis kann sich wirklich hören lassen. Ja, das finde ich auch. Hört sich schick an. Man hört dem Album an, dass es ländlich und idyllisch und in Ruhe eingesungen wurde. Das war eine schöne Idee von dir, hast du vorhin gemacht. Ja, wir haben uns halt diesmal zum Teil auch wirklich Zeit gelassen, also bei den Aufnahmen, dass wir wirklich gesagt haben, wir nehmen uns wirklich Zeit und nehmen vielleicht nur 2 Songs pro Tag auf. Bei Rekretur war es so, da haben wir das ganze Album in 3 Tagen aufgenommen, vom Gesang her. Und diesmal haben wir uns halt wirklich mehr Zeit gelassen, haben es auch eben zu Hause gemacht, weil wir jetzt die technischen Möglichkeiten hatten. Und dabei sind halt auch viele Ideen entstanden einfach. Also generell, wie wir mit der Stimme arbeiten, wir wollten ja diesmal wirklich den Text noch mehr in den Vordergrund rücken, weil diesmal die Lyrics halt auch ziemlich mit der Musik verschmelzen. Also es ist wirklich, man kann sagen, also die Melodien sind jetzt wirklich eins mit dem Text. Und haben neue Stimmen rausgefunden. Ja, wir haben neue Stimmenarten von dir, die noch im Verborgenen schlummerten, mit rausgeholt. Und viele Sachen wurden eingesprochen, weil weder Kreischen noch Grunzen oder sonst irgendwas gepasst hätte. Ja. Das Schöne ist auch, dass du diesmal wirklich die Musik geschrieben hast, wohlwissend, wie meine Stimme klingt. Ganz genau. Und dass diesmal die Strukturen drin sind. Man hat wirklich Strophe, Refrain und ja, ist anders. Bei Rekreatur war es ja eigentlich noch so, dass du eigentlich... Schöner. Ja, du bist sowieso schön. Ja, danke. Beim letzten Album war es ja eigentlich noch so, da... Doppelt schön. Am schönsten. Was wollte ich sagen? Ach ja, beim letzten Album, da war es ja eigentlich noch so, da bist du ja sozusagen dazu gekommen, als das Album schon komplett stand. Und dafür war es natürlich für eine komplett andere Stimme ausgelegt. Und diesmal ist es wirklich so, da wurde dementsprechend der Platz in der Musik auch freigehalten für deine ein bisschen kraftvollere Stimme. Und ich finde, dadurch kommt es jetzt richtig zur Geltung. Man kann sie halt auch verstehen. Bin also, ja auch kräftig. Du bist ja kräftig gebaut. Ja, ne? Ja. Das ist auch schon.